Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir sind hier in Hangman's Alley. Und wir handeln etwas. Wir sehen, ob wir hier vernünftige Kleidung bekommen können. Vielleicht lassen wir uns auch noch heilen. Na gut. Nur zu, die Kleidung kannst du direkt anziehen. Wunderbar. Mal sehen, was sie so im Zeig mal, Angebot was du so haben. hast. Hier ist mein Angebot. Ganz genau. Oh, das war schon die Kleidung hier. Okay, was brauchen wir denn? Greaser, Jacke und Jeans. Vielleicht sollten wir da wirklich mal so ein kleines Depot von anlegen. Die haben wir ja, die tragen wir ja. Wegen Glück 2. Seit Beginn des Spiels haben wir die auch kaum abgelegt. Vielleicht mal als Test oder so, aber der hat ja gar nichts für uns. Sauberes blaues Kleid, ja doch, das nehmen wir, das grüne Kleid auch und die schmutzige Postbotenuniform, sehr schön. Aber ansonsten die Zeitungsverkäuferkappe vielleicht noch und das Palettenkleid, ja gut. Grüner Lumpenhut. Nein, wir suchen etwas anderes. Sollen wir die Greaser-Jacke und Jeans mal mitnehmen? Immer wenn wir die finden, könnten wir die kaufen und. Ich habe im Moment keine, ich wüsste nicht wofür. Die grauen Strickmützen, die hatten wir auch nochmal für irgendjemanden. Ich glaube für die Plünderer, damit man die schnell erkennt. Ja, natürlich, Glück 1, nehmen wir mal mit. Ebenso die Jacke. Ja, und dann schauen wir, was wir ihm noch verkaufen können. Wir haben ja gerade noch einen Gunner ausgenommen da unten. Zwei Gunner waren das. Damit hätten die Leute aber auch hier selber fertig werden können. Aber egal. Wir verkaufen ihm jetzt die 10 mm Automatikpistole von dem Gunner. Die beiden Lasergewehre können wir hier noch loswerden. Zwei Lasergewehre hatte der eine Typ dabei. Die Impro-Sachen, die behalten wir. Die zerlegen wir lieber für Kupfer. Verwerten wir dann. Aber den Harnisch hier müssen wir loswerden, sowieso. Der nimmt nur Gewicht. Der wiegt eigentlich nur, wenn wir den weiter mit uns rumschleppen. Oh Mann. Was haben wir denn noch Schönes hier? Eingelegtes Fleisch. Ach, den Flaschenkürbis, die könnten wir noch verkaufen. Alles, was wir hier so aus der Plünderstation bekommen haben, könnten wir hier noch verkaufen. Karotten, Mais, ja, Mais auch. Und die Melonen. Oh, so viel Majolurk-Eier, aber die will gar keiner kaufen. Das müssen wir ja auch noch unbedingt mal ausprobieren, was man alles so zusammenkochen kann. Muterbeere, okay. Die verkaufen wir auch. Und das war es dann damit auch erstmal. Geschichten eines Dörrfleischverkäufers? Mit 51 ist es ja richtig was wert. Naja, Schrott werden wir selber brauchen. Wir könnten hier noch viele, viele Patronen verkaufen. Mal sehen, was ordentlich was bringt. Das hier ist ziemlich wertvoll. Davon haben wir aber nicht so viel. Von der 2 mm elektromagnetischer Kartusche. Brennstoff. Ah, Fusionskerne. Ja, die sind natürlich richtig was wert. Die findet man auch nicht allzu häufig. Also verglichen mit den anderen Sachen, die scheinbar unendlich sind, scheinen diese Fusionskerne doch nicht unendlich zu sein. Also ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn wir Fusionskerne irgendwo finden. Mini-Atombomben, die findet man schon häufiger. Und Raketen. Ich glaube, Raketen gibt es auch nicht unendlich viele. Es kann sein, dass es irgendwo. Nein, abbrechen wollen wir nicht. Wir nehmen das mal an, bekommen noch 5 Kronkorken dann. Ja, es kann sein, dass man Raketen noch irgendwo findet. Sollen wir uns hier heilen lassen? Ja, lassen wir uns mal heilen. Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich.
Ja, also heilen. Bring mich wieder in Ordnung, Doc. Erzähl mir, was für Symptome du hast. Strahlung, das war jetzt nicht so viel und ich finde 40 ziemlich teuer. Vielleicht lassen wir einfach die Gesundheit. Wurde verprügelt. Kratzer und Prellungen. Aber ich sollte sie wohl besser trotzdem behandeln. Die Gesundheit einfach wiederherstellen, das sollte reichen. Fertig. Und? Gibt's noch irgendwas anderes, was dich plagt? Das wär's, vielen Dank. Die Abhängigkeit, die heilen wir. Hab sonst keine Beschwerden. In Ordnung. Selbst? Stirb mir da draußen nicht. Sonst war meine Arbeit umsonst. Okay. Na gut, na gut, na gut. Hier können wir nichts mehr anrichten. Es geht zurück zu unserem Leuchtturmprojekt. Wo ist denn der Leuchtturm? Ah ja, Kingsport Leuchtturm. Drei Siedler nur dort. Oh. Drei Siedler, mal sehen, was dort dann noch fehlt. Schutz sollten sie auf jeden Fall jetzt genug haben, wenn wir das dann nachher alles noch verkabelt haben. Mal sehen, ob die Händlerin schon Kupfer wieder hat. Das wäre ja auch fein, dann hätten wir auf jeden Fall bessere Chancen, schon alles hier zu verkabeln. Du gehörst zu den Minutemen, oder? Gute Arbeit. Mach weiter so, okay? Wir brauchen mehr Leute wie dich. Danke, gut zu wissen. Nicht vergessen, unterstützt eure Minutemen vor Ort. Du bist ein echter Held. Davon gibt's heutzutage nicht mehr viele. Hier, nimm das. Ich bin sicher, ihr findet eine Verwendung dafür. Jedes kleine bisschen hilft. Wir werden dafür sorgen, dass das gut eingesetzt wird. Ja. Aha. Ja, er bekommt gar nichts mehr für seine Powerrüstung. Der linke Arm sieht immer noch so ein bisschen unfertig aus. Am Anfang, da hat er ja die Teile für die Powerrüstung immer geschenkt bekommen von den Siedlern. Du suchst hoffentlich keinen Ärger. Und mich fragen die, ihn verehren sie als Helden und... Mich fragen sie immer, möchtest du ein bisschen handeln? Ob ich Ärger suche oder... Nein, mir sind sie eher misstrauisch gegenüber. Klar, ich schaue es mir an. Sag mir, was du haben möchtest. Ich hätte gerne... Oh, es ist zu spät. Doch, nee, sie hat noch Schrott. Ich hätte gerne Kupfer. Wie immer Kupfer und Öl. Gold hier in der Golduhr und Zahnräder, aber das suchen wir gerade nicht. Wir suchen vielmehr Kupfer. Aber es sieht nicht ganz so gut aus. Ich glaube, sie hat noch nichts Neues dabei. Das heißt, wir werden dann die Nacht wieder überwarten. Sie hat nichts. Ach so, wir könnten ja... Willst du was kaufen? Tauschen. Ich will nur ein bisschen handeln. Sicher. Dann bekommt sie gleich das blaue Kleid von uns. Sauberes, grünes, sauberes, blaues Kleid. Und das kann sie auch gleich anziehen. Somit erkennen wir sie als Verkäuferin sofort wieder, sage ich immer. Ja gut, für die Militäruniform sind zu wenig Leute noch hier. Also war es das erstmal. Wir setzen uns hier auf den Sessel und warten auf den nächsten Tag. Ja, es wird schon. Wir könnten eigentlich die Nacht auch durchbauen, aber das sieht man da nicht so gut. Wir warten lieber auf den nächsten Tag. Okay, 16 Stunden sollten reichen. Eigentlich 15, dann ist, denke ich, morgen Dämmerung so ungefähr von der Zeit. Müsste doch hinhauen, oder? Ja. Ich nutze die Zeit des Wartens, um etwas Wasser zu trinken. Darf man ja nie vergessen. Immer viel trinken. Mal sehen, ob sie jetzt schon neue Sachen hat. Mein Rücken tut weh, meine Füße tun weh, alles tut weh.
Das ist schade. Möchtest du ein bisschen handeln? Ganz genau. Dann lass mal sehen, was du so hast. Sag mir, was du haben möchtest. Okay, nach wie vor suchen wir immer noch Kupfer. Mal sehen, ob sie jetzt schon... Oh ja, sie hat neue Sachen auf jeden Fall dabei. Den Benzinkanister hatte sie vorher nicht. Am Tag zuvor. Das haben wir auch noch nicht ganz rausgefunden. Ob man die Siedlung verlassen muss. Also daran liegt es nicht. Das haben wir schon mal... Hier ist Kupfer. Sehr schön. Das haben wir schon mal inzwischen... Sanctuary Hills und Red Rocket Raststätte ausprobiert. Da sind wir immer zwischen den Siedlungen hin und her gelaufen. Aber da hat sich dann nichts getan. Im Kaufmenü hier. Es gab also keine neuen Sachen. Aber manchmal, wenn man eine Nacht wartet, dann gibt es am nächsten Tag schon wieder neue Sachen. Also so ganz sicher, woran es liegt, bin ich mir noch nicht. Aber ich denke, es wird so zeitlich geregelt sein, dass wenn man wirklich 24 Stunden oder annähernd 24 Stunden wartet, dass dann wieder neue Sachen hier in dem Menü sind. Ja, ich denke, das reicht jetzt erstmal, was wir gekauft haben. Können wir denn irgendetwas verkaufen hier? Haben wir denn noch irgendetwas? Ich glaube, wir haben aber in der letzten Folge in Hangman's Alley oder am Anfang dieser Folge schon alles verkauft, was wir nicht mehr brauchen. Ah, da ist, denke ich, erstmal nicht so viel dabei. Das heißt, wir gehen jetzt hier raus, nehmen das mit R an, den Handel, bezahlen die, ja, 148 Kronkorken, okay. Und, bist du sicher, dass es sich lohnt, das mitzunehmen? Und sehen, dass wir dann hier weiterbauen können. Beziehungsweise... Können ja die Frau hier schon mal richtig kleiden. Ja. Sie hat sich ja freiwillig hier als Wache sofort aufgestellt. Können wir ein paar Sachen tauschen? Na klar doch. Ein Kampfgewehr werden wir jetzt nicht dabei haben für sie. Aber wir werden... Naja, die Militäruniform haben wir da. Das würde dann ja bedeuten, dass sie demnächst an das Militärteil kommt. Ja, es fällt heute etwas schwer. Konzentration ist heute nicht ganz so gut. Aber es ist ja auch gerade mal frisch angefangen, das Jahr, also Silvester liegt uns irgendwie noch ein bisschen im Gehirn. Das war ja ganz schön viel Konsum an dem Tag. Okay, wir nehmen... Nein, wir nehmen nicht alles. Wir rüsten sie jetzt aus. Genau. Und auch mit der Kampfrüstung können wir sie ausrüsten. Ja. Jetzt hat sie zwar eine mit Stern, reduziert den durch Menschen verursachten Schaden um 15%. Ist aber auch ganz gut, obwohl ich glaube, dass hier gar nicht so viele Menschen angreifen werden in der Gegend. Wird man sehen im Laufe der Zeit. Aber erstmal ist sie besser angezogen, etwas besser geschützt. Das hat doch was. Das hat auf jeden Fall was. So, dann werden wir jetzt noch schnell ein paar Waffen verwerten. Hier drin stand ja eine, genau, eine Waffenwerkbank. Verwerten wir diese beiden Impro-Gewehre für Kupfer. Genau, da ist Kupfer und noch viele andere Sachen. Schrauben, Zahnräder, Aluminium, Gummi, Stahl und Kupfer. Alles hier drin. Und auch hier ist Kupfer drin. Sehr schön. Das reicht dann aber auch erstmal. Jetzt sollten wir wieder ein bisschen Kupfer haben. Das heißt, wir könnten versuchen, jetzt Energiepylone aufzubauen. Oh. Hoffentlich bist du nicht einer dieser Synths, die mich ausspionieren wollen. Das ist gut. Er ist neu. Und er hat schon so eine Mütze auf. Das heißt, er könnte eigentlich... Naja, nehmen wir den erstmal als Waffe. Wache. Ja, so neu ist er gar nicht. Aber das, die Teile hier sind schon alle zugeordnet, wie es aussieht. Unten macht das jetzt zwar nicht so viel Sinn, aber dann ist da schon mal einer. Ah ja, Wasser fehlt. Das werden wir aber gleich behoben haben, das Problemchen.
Wir wollen erstmal bauen Energiepylone. Und wir bauen vielleicht ein Warum können wir hier nichts bauen? Keramik fehlt. Aha. Das heißt, der Versorger hierher hat wieder irgendein Problem. Hoffentlich wurde er nicht getötet. Oh. Das heißt, wir können jetzt gar nichts bauen, weil der Versorger hier gerade wohl im Kampf ist oder schlimmstenfalls sogar getötet wurde. Aber na gut, die Folge ist sowieso vorbei. Ich sage mal vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, Daumen hoch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.